Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem True Farming Kanal. Zusammen mit dem Fideljub, also was heißt zusammen mit dem Fideljub, weil ich bin der Fideljub. Und ja, ihr seht, wir machen heute mal mit Cam. Wir sind auf dem Weg zurück zum Händler. Wollen mal gucken, was da so abgeht. Ich hoffe, der Eduard, der ist nicht so böse heute auf uns, weil wir so ein bisschen lange gebraucht haben, wisst ihr. Ich muss noch dazu sagen, checkt auf jeden Fall auch die anderen Stories aus. Ist mega geil, was da alles abgeht. Schaut bei Tino und Freezy vorbei natürlich auch. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem ganzen RP. Ach Gott, der wird doch. Ach, der wird doch bestimmt sauer auf mich sein. Muss ich dich einfach. Ah, kein Kratzer dran, also. Ja. Da. Haben wir direkt hier hinten in die Halle. Ja. Ach Gott. Na. Ja. Wollen wir mal gucken. Wo ist er denn? Ach. Hier vorne. Das ist ja sogar Ihr Mitarbeiter. Echt? Wo? Ah, da! Oder? Hallo. Den haben Sie mir doch gar nicht Hallo, vorgestellt, glaube ich. Doch, wir haben eine letzte Folge. Hallo, Eduard. Letztens schon. Ihr habt euch doch schon kennengelernt, oder? Ja, haben wir. Hallo? Hallo. Wir haben uns schon kennengelernt? Ach ja, stimmt, da haben Sie recht. Natürlich. Aber da war hier so viel Trubel, da habe ich gedacht, ach. Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Da weiß ich noch. Ja, gut. Ja, ja. Aber meine Herren, kommen Sie, der Herr Schneider, der braucht Pflegebereifung. Ich will Sie ja gar nicht hier aufhalten. Ich fahre mal zum Bauhof, Herr Schneider, kriegt es aus, ne? Ja, alles klar, sagen Sie dem Chef. Na, super, dann euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Jupp, du bist wieder da. Ja. Und wie war deine Rundfahrt? War ordentlich. Rundfahrt. Ja, ich habe eine Rundfahrt gemacht. Hallo, mein Name ist Fideljub. Servus, genau. Bin der Wolle. Ach, der Wolle, Jupp. Das ist gut. Der Jupp ist noch relativ neu hier. Der ist hier neu angekommen und hat sich dann mal umgeguckt überall. Ne? Ach so, er hat eine Rundfahrt hier in Aachen, Waldstätten ja, genau. Gemacht. Ja, ja, richtig. Mal Waldstätten angucken, genau. Ah, okay, aber schöne Gegend haben wir da, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin ja so quasi zu Fuß hier hingekommen. Und da habe ich ja schon einiges gesehen. Aber zu Fuß alles ablaufen, das ist wirklich ein bisschen viel. Und da mich der Eduard so schön aufgenommen hat, hatte ich mal gefragt, ob ich vielleicht sein Auto können haben kann, um mir mal ein bisschen umzugucken. Ja, da kommen wir auf jeden Fall wegen schneller voran, als wenn wir da mit den zwei Stelzen durch die Gegend rennen. Ja, richtig. Ich meine, gut, ich bin es gewohnt, viel zu laufen, aber muss ja nicht sein. Was ich immer sage, wo andere Urlaub machen, da gehen wir ja zur Arbeit, ne? Ja, also so wirkt das auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich schön hier. Schon alleine, wenn ich die Berge im Hintergrund sehe. Und du bist jetzt hier nur aufgenommen oder machst eine Lehre oder hast du Landmaschinenmechaniker, Schlosser gelernt oder irgendwas? Ja, ich bin Landmaschinenschlosser. Also Landbaumaschinenschlosser. Na, Eduard, das ist eine super Unterstützung für dich, ne? Ja, finde ich sehr gut. Fand ich echt praktisch. Die richtigen Klamotten hat er auch schon. Ja, ich habe aber noch ein paar andere. Ich habe noch übrigens ein paar anständige Arbeitskleidungen für dich besorgt. Ah, echt? Da steht auch jetzt endlich dein Name drauf. Ah, das freut mich aber. Das ist gut. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein paar Tage hier, dann kannst du auch mal anständige Arbeitsklamotten haben. Ja, klar. Die habe ich auch in unserem Aufenthaltscontainer. Okay. Ja, weil du dich dann umziehen willst oder so, ne? Ja. Würd ich mal eben rangehen und dann... dann gehe ich mich mal eben umziehen, ne? Alles klar. Wunderbar. Jo. Bis gleich. Dann stecken wir mal die Räder um, hier, Herr Alles Schneider, klar. Ne? Na klar. So, ja. Ja. So. Da wollen wir mal gucken. Müssen wir uns wieder in der Küche umziehen? Ja, gut. Warum halt auch nicht? Mein Gott. Ist ja jetzt nicht so. Ich bin ja jetzt nicht so wild, deswegen. Na, also. Gucken wir mal.
Das sind aber schöne Klamotten. Das gefällt mir aber. Aber. Was hat er mir denn hier für eine Kappe dabei gegeben? Eine John Deere Kappe. Doch, das ist doch toll. Super. Ja, das ist doch schön. Oh, das passt so gut. Das ist klasse. Jetzt bin ich glücklich. Ich finde das klasse. So, warte mal. Ach, da sind sie. Ui, ja. Ja, hallo, da fange ich bei mir oben gerade das an. Da fahre ich immer 50 bis 100 Kilometer nachziehen oder kommst gerade runter, da ziehen wir einmal noch. Ja, wenn ich mal in der Gegend bin, um Gottes Willen. Ich hau jetzt schnell die Felder dann durch mit Dünger und dann müssen wir ja wieder umstecken. Alles gut. Guck mal, ist das von deinem Kundenkonto schon abgebucht worden? Ich habe keine Ahnung. Ah, gut. Ansonsten musst du mir das noch überweisen gerade. Kann ich gerne machen. Schreibst du eine Rechnung oder soll ich es dir einfach so überweisen? Mach mal so überweisen. Gibst du mal einen Tausender dafür? Überweist du mal. Oh. Obwohl, ja, genau. Kommt da denn schick ist. Und nächstes Mal, wenn du umstecken willst, ist ja nur noch die umstecken und gerade mal ein bisschen nachziehen, dann ist das ja günstiger auf jeden Fall. Aber ja, das ist klar. So, ja. Wo sind wir denn daheim? Guten Tag, die Herren. Jo, guten Tag, Herr Kolmleiten. Guten Tag. Hallo. Immer noch das schicke New Holland T-Shirt an. Also, ja. Hübsch. Blau ist schön. Steht Ihnen. Oh, das ist so nett von Ihnen. Dankeschön. Mhm. Wollen Sie mich zum Essen einladen? Nee. Schade. Hab ich was verpasst? Oder? Dankeschön. Gibt's hier was zu essen? Weißwurst und ein wenig Weißbier dazu oder was? Oh, da bin ich heute dabei. Vielleicht? Eine Wurst und ein Weißbier und ich kann den ganzen Abend eine Trompete von euch am Start machen, Digga. Wo gibt's das? Ich will das auch haben. Oh ja. Wer sind Sie denn? Die Stimme ich ja zum ersten Mal hier in der Stadt. Echt? Hallo, Heinz-Josef Fiedler, mein Name. Ah, hallo. Wo kommen Sie denn her? Also Schwarzingen. Schwarzingen, was ist das denn? Es war eine Stadt. War? Wieso war? Ich möchte nicht drüber reden. Oh, okay. Okay. Hört sich dramatisch an. Entschuldigung, ja, guten Tag, mein Name ist Kurt Kolmleiten, hallo. Ah, hallo, darf ich Kurt sagen? Ja, klar, definitiv. Alles klar, okay, hi Kurt. Hallo, ich bin Biobauer. Ach Gott. Ja. Ich muss los. Alles klar, Wolle, weiß Bescheid, ne? Mach gut. Pass auf, nicht, dass er dich über den Haufen fährt. Ja. Herr Kolmleiten. Ja. Sie haben sich doch mal für Elektrofahrzeuge interessiert. Ja, genau. So wie ich das sehe, haben wir gerade einen Elektrotraktor im Angebot. Ach. Den Rigi-Truck. Gott sei Dank, kann ich dir mal sehen? Haben Sie einen Katalog? Ja, den hatte ich Ihnen gegeben. Schauen Sie mal im Katalog. Ja. Bitte, bei den gebrauchten Fahrzeugen. Im Katalog. Im Katalog. Nee, im Katalog. Katalog. Ja. Loch von Katar. Ach, da. Hm? Der Rigi-Truck. SKE 50 Elektrik, ja? Genau. Oh, 49% drauf. Ja. Nicht schlecht. Ich mag den kleinen, der hat zwar nur 68 PS, aber der fühlt sich irgendwie an, als wenn er mindestens 100 hätte. Okay. Ach, und was? Der hat, dadurch, dass er die Batterien unten unter dem Fahrzeug verbaut sind, hat er einen relativ niedrigen Schwerpunkt und liegt relativ gut in den Kurven, sage ich mal, und ist auch bei Hangfahrten eigentlich ganz gut. Oh, das ist aber wirklich super für hier. Kann man den vielleicht mit Frontlader bekommen? Na, leider nicht. Ah, schade. Da bin ich auch schon lange dran am Suchen, ob es sowas gibt, aber ich habe noch keinen Hersteller gefunden, der für den Rigi-Truck einen passenden Frontlader baut. Ja, nee, verstehe ich wohl. Oh, in Deutz Fahrgrün sieht aber auch schön aus. Mhm. Wenn er einen Frontlader hätte, wäre das ein super Traktor für den Hof. Ja, eben. Allerdings gibt es für den Hof natürlich eine andere Alternative. Da gibt es auch einen Elektroteleskoplader. Ach nee, echt jetzt? Ja, okay. Wenn Sie und da an der Rubrik Teleskoplader schauen. Auch bei gebraucht? Nee, die normalen. Teleskoplader. Den habe ich jetzt nicht im Angebot. Von Faresin. Faresin 626. Der ist 626 Full Electric, ja. Mhm. Der ist zwar jetzt nicht sehr schnell mit 15 km/h, aber ist halt ein Elektrofahrzeug, ne? Und falls Sie da besonderen Wert drauf legen,
Da ist auch eine Anhängerkupplung dran. Oh, jo, sehe ich gerade. Okay. Das sieht auch interessant aus. Wird wahrscheinlich keinen Kugelkopf ankoppeln können, aber die normalen Anhänger, denke ich mal, schon. Ja. Und was ich Ihnen noch sagen wollte, ich hatte dieses Baudokument hier mal durchgeblättert. Ja. Da sind ja manchmal auch Gebäude drin, wie sie mal aussehen könnten oder so vorgestellte Gebäude. Ja. Die sind, glaube ich, auch in dem Katalog mit drin, ne? Oder? Ja, ja, ja. Aber wo finde ich die? Wo findet man die denn? Ganz unten in der untersten Rubrik. Ja. Und dann unter Bau, Bauen. Da finden Sie Gebäude. So. Ja. Und da habe ich irgendwo gesehen bei Hallen. Bei Hallen gibt es diese Schleppdächer, diese Unterstandshallen, die Kroha. Ja, ja. Da gibt es eine, die hat eine Solaranlage auf dem Dach. Ja. Und eine Elektrotankstelle. Oh. Also könnten Sie theoretisch Ihre eigene Solarenergie für die Elektrotanktoren verwenden. Ja, da muss ich effektiv. Muss ich aber mal zum Bauhof. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Da bin ich aber jetzt überfragt. Da müsste ich nochmal blättern. Genau. Es gibt doch die größere für 50.000 zum Beispiel. Also die doppelte Unterstand. Ja, ja, da werde ich auf jeden Fall mal, da werde ich mich mal nach erkundigen. Ja. Ich muss zwar sagen, persönlich finde ich diese Unterstände nicht so hübsch. Ja, ist schön, aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Aber wenn man ein Solarfeld hat und seinen eigenen Strom für seinen eigenen Traktor verwenden kann. Das stimmt allerdings. Das ist natürlich dann Premium, ne? Ja, ja. Und dann haben sie den kleinen Rigi-Truck vielleicht im Hof stehen, von mir aus dann den Grünen, wie sie eben sagten. Ja. Oder den Hoflader. Aber mehr Elektro-Traktoren gibt es so nicht? Oder nur die zwei? Leider noch nicht. Ach, schade. Also, es gibt auch. Da sind die Händler noch nicht so weit, dass sie mehr anbieten. Das ist auch immer schwierig. Je mehr PS die haben wollen, desto mehr Batterieleistung brauchen sie. Ja. Deswegen. Und irgendwann ist die Kapazität auch begrenzt. Ich meine, so ein Traktor ist quasi ein Motor mit Rädern dran. Und wenn man da noch Batterien reinpacken muss, dann wird es eng. Ja. Jupp, was machst du da? Wollte ich auch mal fragen, geht's dir gut? Ja, alles klar. Sauber, ich mach sauber. Hast du dich selber mit sauber gemacht? Ja, ich hab mich selber mit sauber gemacht. Handtücher habe ich auch in der Werkstatt hängen. Das ist echt schrecklich, wenn man irgendwo rankommt, wo das Wasser wieder zurückspritzt, das spritzt dir direkt ins Gesicht. Ja. Ach so, ja. Guck, ja, wenn du diese Ecke hier zum Anfang. Oh, nicht erschrecken. Boah, der Ninja. Wie ein Bio-Ninja. Habe ich von meinem Chef gelernt. Ah, okay. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Nein! Mach dich halt aus! Mensch, dabei ist doch duschen erst in 2 Wochen wieder dran. Was war das denn? Ich hab's doch nur gut gemeint, verdammt. Alles gut. Eduard, ich glaube, wir müssen mal nach den Kercher gucken. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Ja, und mal frische Klamotten anziehen, die es tut mir unendlich leid. Alles gut. Alles gut. Ah, schön, schön. Ja, also ja noch ein bisschen warm draußen, dann geht das. Das stimmt. Naja, gut, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wie kann ich euch denn helfen, ihr zwei beiden da? Ach so, Büchler, machen Sie mal zuerst. Ich brauche nämlich was länger. Also, wenn Sie zuerst möchten, ist alles cool. Können Sie ruhig anfangen. Ich wollte doch den Ballenspieß abholen, den ich doch bestellt hatte. Ja. Genau. Hatte ich dir gesagt. Wir sind noch gar nicht bei Blue, entschuldigen. Herr Büchler. Ja. Ich hatte da einen reinbekommen von einem anderen Kunden. Ja. Der wollte seinen loswerden. Ja. Wenn Sie den benutzen möchten, könnten Sie den günstig erwerben. Ja, sehr gerne. Ich brauche unbedingt einen. Ja, dann kommen Sie mal mit. Den habe ich nämlich hier an meinem Steier schon mal angehangen. Damit er nicht mitten im Hof rumliegt. Ah, ja. Ich komme mal mit und schaue mir das an, weil ich muss das ja auch noch alles holen, wenn es okay ist. Ja, ja, klar. Natürlich. So, das hier ist der Standard-Albut-Ballenspieß halt. Der hat diese 4 Zacken. Und damit kann man eigentlich ganz gut die Ballen aufspießen. Verstellbar ist er nicht. Oh, es langt aber für mich, um die Quaderballen in den Komposter zu jagen. Da langt das für. Ja, ja. Und du brauchst den fest oder willst du vielleicht einen eigenen haben? Ich möchte gerne einen eigenen haben. Habt ihr auch Silageballen oder so Sachen?
Nein, erstmal nicht. Also ich weiß auch nicht, ob der Chef sowas haben will. Ja. Aber zurzeit haben wir sowas gar nicht. Weil es gibt, von Albot habe ich gesehen, gibt es eine Folienballenaufheber mit so zwei runden Aufnahmepunkten. Der ist im Katalog. Haben Sie den Katalog? Ja. Dann kommt er schon wieder mit seinem Katalog. Ja, Katalog. Katalog. Aber unter welcher Seite muss ich denn blättern? Unter Anhänger, also Anbaugeräte und dann Frontlader-Werkzeuge. Ah, okay. Aber kurz. Dann schauen Sie durch. Ja. Aber ganz ehrlich, wa? Wenn damit mal einer ausrastet, das tut doch bestimmt auch weh, oder? Das glaube ich auch, ja. Ui, 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 ui. Da gibt es von diesem blauen Albut die Rollenballengabel, heißt das. Sehen Sie? Ja. Die kann man umfunktionieren oder umkonfigurieren in Spieße. Okay. Das kostet sogar nichts, wenn Sie die gekauft haben. Da können Sie diese Kappen abziehen und dann haben Sie Spieße drunter. Wo seid ihr gerade dran? Im Katalog unter Anbaugeräten. Ja. Und dann Frontladerwerkzeuge. Ja. Jetzt ziemlich weit hin. Ach, das dann, kommt. Ah, nee, mittig. Ja, von Albut diese blauen Dinger. Ach, diese blaue Rollenzange da, ja. Diese Standard. Rollenballengabel nennt sich das, genau. Das ist aber auch nicht schlecht. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil dann kann man die Folienballen benutzen und transportieren. Und dann zieht man die Kappen ab und dann hat man quasi einen Ballenspieß. Das ist ja cool. Ja. Weil also die wird halt mit diesen Kappen ausgeliefert, deswegen ist der Umbaupreis quasi schon mit drin, weil man ja einfach nur die Kappen runterziehen muss, ne? Ja gut, du hast ja quasi keinen Umbau. Ja, in dem Sinne ja nicht. Ja. Ein 2-in-1-Gerät. Wenn man die Kappen aber einzeln kaufen müsste, müsste man 500 Euro dafür bezahlen. Ja also gut, klar, das stimmt. Ich würde ja den Bale King feiern. Den Bale King, das ist der für mehrere aufzunehmen, ne? Ja. Ist der, für, der ist aber nur für Quaderballen, ne? Nicht für Rundballen. Der ist eigentlich nur für Quaderballen, ja. Es kann natürlich sein, dass man auch, aber Rundballen kann man nicht so übereinander stapeln, um die zu greifen dann. Ja, klar, ja. Ja. Ist auch geil, das stimmt. Das kann auch was, ja. Also, wenn sie mal ein gutes, Frage. Wenn sie, also ich muss ja auch, ich komme ja auch noch mal die Tage, sobald mein Kredit genehmigt ist. Ja. Also bei mir auf der Liste könnten sie ruhig diesen mit den Rundballen und Spieße packen. Also. Ja. Finde ich ja. Cool. Der ist eigentlich ganz praktisch, ne? Ja. Das stimmt. Deswegen, ich könnte Ihnen, Herr Beschler, ich könnte Ihnen den hier mitgeben, damit Sie jetzt einen haben und benutzen können. Und den anderen bestellen. Und den anderen bestelle ich dann. Ja, das wäre perfekt. Wollen wir das so machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Der ist zwar jetzt nicht blau, aber das ist ja... Ach, dann mach ich. Passt mir zu gut zum Fahrzeug. Ah, der fällt ja aber zumindest auf. Das ist richtig, ja. So, Achtung, dann fahre ich mal ein Stück vor und baue den mal ab. Von dem möchte ich trotzdem nicht aufgespießt werden. Nee, das möchte man, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, das tut nur unnötig weh. Ja. Aber nur einmal kurz. Und dann läuft das Bier irgendwo raus, das ist auch nicht gut. Oh, nee, das stimmt, das wäre ganz fatal. Wie geht's Ihnen denn, Herr Bischler, eigentlich? Haben Sie Ihren Pater wieder gut überstanden? Ja, mir geht's wieder blendend. Die Stimme hört sich ja schon wieder viel besser an, ja. Ja, die Kneipe, die hat ein, das war extrem, ja. Also ich kann die Kneipe nur empfehlen. Ja. Aber man sollte das vielleicht machen, wenn man nächsten Tag nicht arbeiten muss. Nächstes Mal sagen Sie Bescheid, ne? Da komme ich mit. Ah, okay. Ja, sehr gerne. Und die Juppe ist bestimmt auch dabei, oder? Doch, sicher. Ja, natürlich. Wollen leiten? Ja, ich bin dabei. Ja, das ist super. Das klingt doch gut. Runde. Das wird bestimmt spaßig, ja? Oh ja. Und dann reden wir alle nächsten Tag so. Ja. Na super. Dann machen wir so ein Kater-Notunterkunftslager, wo wir uns alle treffen. Oh ja. Oh, hey. Und stellen eine hübsche Dirne ein, die uns dann morgens hier Katerfrühstück bringt. Ja, oh, jetzt ist es interessant. Das Ei mit Zucker oder sowas. Ja. Ah, Konterbier.
Salzkiwi. Ja, Konterbier ist natürlich wesentlich besser. Direkt was hinterher. Ja. Ja, schön, schön. Ah, gefällt mir hier. Das ist echt. Hat schon Spaß gemacht, das stimmt. Ja. Das wird lustig. Ja. Super. So, denn ich bestelle den. Ich muss mal gerade was nachgucken. Der war. Gut, sag mal, was hattest du denn? Ach so, nur eine kleine Wartung. Oder oh, okay. Etwas, dann bedanke ich mich und verabschiede mich, weil ich muss wieder hin, falls jemand kommt. Alles klar. Ja, aber der Chef ist immer noch nicht wieder da. Gut, dann mach du mal. Machen Sie mal, Herr Bischler. Dann schauen Sie mal, ob Sie den ankoppeln können. Ja, ich guck mal. Die Aufnahme passt, aber müsste eigentlich. Wenn wir schon zusammen saufen gehen, kannst du den Eduard ja auch mal das Du anbieten. Ja. Ja, bitte. Sie waren einmal so still. Ja, ich? Ja, ihr beide. Ja. Ach so, Entschuldigung. Ich sagte, wenn wir schon hier miteinander saufen gehen und sowas, dann kann man den Eduard doch auch bestimmt mal das Du anbieten. Ja, eigentlich schon, ne? Ich bin ja noch jung und so. Also ich bin der Hans. Ja, doch Hans. Ich bin der Eduard. Du weißt ja schon. Ne? Hallo, ich bin der Jupp. Und der Jupp, genau. Ja, ich der Hans. Ja, hallo Hans. Ja, nee, gut. Ja, auf jeden Fall mal du, das ist sonst, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange, sind ja auch noch, du bist ja auch noch neu. Der Chef hat mich auch immer am Anfang immer gesiezt, deswegen bin ich da noch gar nicht so, aber der, wie gesagt, der ist verschollen, keine Ahnung, wo der hin ist. Ah, okay. Der wollte nur Zäune kaufen gehen, der wollte irgendwie Baumärkte abklammern wegen Zäune. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Wo denn? Der Josef, der alte Schwerenhöter, der ist garantiert irgendeinem Rockzipfel hinterhergelaufen und hat jetzt den Weg nach Hause vergessen. Oh, das wird jetzt zu ihm passen, aber das stimmt. Irgendwie gibt es in jedem Ort so einen. Ja. Das kann ich mir vorstellen bei dem, ja. Also falls ihr den dann irgendwo im Wald seht, schickt ihn nicht zum Landrat. Ja, alles klar. Okay. Machen wir. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, ne? Ja, alles klar. Mach's gut, Hans. Und vorsichtig mit dem Kärcher. Ja. Ich lass die Finger davon. Tschüss. Tschüss. Wie gesagt, schau mal, ob die Gabel dran geht, aber müsste eigentlich passen. Oh, ja, das glaube ich auch. Ja, bevor ich eben sage, was jetzt hier mit dem Traktor los ist, kann ich mal eben ganz kurz einmal auf Klo? Ja, natürlich. Ja. Haben Sie hier eins oder soll ich mal eben in den Busch? Warte mal. Ist mir egal. Sie können doch gerne da hinten in der Ecke dem kleinen Mann die große Welt zeigen. Ja, dann mach ich das mal. Ich wollte gerade sagen, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo hier Klo ist. Oben über der Küche. Das ist auch noch ein Badezimmer eigentlich. Also. Kurze Frage, hat einer von euch. Nein, ich pack dir nicht an. Vergiss es. Nein. Eine Web. Dashcam an? Ja. Okay. Der Fiedler macht Dashcams. Ah, okay. Kennst du dich mit der Elektronik aus, ja? Ah, natürlich. Ich bin elektronikaffin. Sag mal, wolltest du auch Kaffee? Ja, gerne. Ich mach dem Kurt auch einen mit, ja? Ja, klar. Ah, guck mal, Jupp, ja. Bei der Kaffeemaschine müssten auch irgendwo noch Mettbrötchen liegen. Ich war eben noch beim Metzger. Ah, alles klar, okay. Dann kannst du gerne eins holen, wenn der Kurt auch eins will. Ja. Ah, so, meine lieben Freunde, das war's schon wieder mit dieser ersten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das Daumen nicht vergessen, also Däumchen hoch, ne? Immer schön Däumchen hoch machen. Schaut beim Fritzel vorbei. Mit dem haben wir gerade ein bisschen was Schönes gemacht. Natürlich auch beim Tino und bei allen anderen, die hier auf den Schuhfarming-Kanal kommen. Und ja gut, ich schnapp mir jetzt hier Käffchen und die Mettbrötchen und sowas alles. Und dann wollen wir hier mal ein bisschen die Kunden bedüdeln. Würde ich mal behaupten. Alles klar, aber. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal, also Twitch, S-Cold27 vorbeischauen. Dort machen wir manchmal so ein bisschen ETS und Phasmophobia und ein bisschen Minigolf und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Immer so ein paar lustige Sachen, LS natürlich auch. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust drauf habt.
Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wirklich angenehmen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!